Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir die Kamera mit dem dümmsten Namen der Welt oder auch dem gefühlt längsten. Die Blackmagic Pocket Design. Der hat Blackmagic Design Pocket Cinema Kamera 4K. Langer dummer Name. Nennen wir sie einfach Pocket Cinema Kamera und lassen das Blackmagic Design weg. Heute das Unboxing dieser wundervollen Kamera. Die wird nämlich meine G70, auf der ihr das Video aktuell seht, ablösen. In dem Fall befindet sich in dem Karton nur der Body und der Rest sehen wir da. Machen wir das Ganze einmal schön auf. Die Kamera ist, wie der Name schon sagt, eine 4K-Kamera von Black Magic. So. Hier sehen wir direkt einmal unseren Akku. Das ist ein LPE6 Akku. Die Kamera frisst die Dinger nur leider wie Smarties. Vollgeladen, etwa 20 Minuten Laufzeit. Dann haben wir hier einmal, jetzt muss ich aber vorsichtig sein. Okay, das ist nur das Welcome Guide, was mir sagt, hey, wenn du irgendwas an Software, Treiber oder Handbuch willst, dann geh auf unsere Webseite. Wir haben einen hübschen Aufkleber. Und das, worauf ich mich am meisten fast schon gefreut habe, nämlich eine Vollversion von DaVinci Resolve Studio. Ich nutze aktuell sowieso DaVinci Resolve zum Schneiden meiner Videos, weil ich auf Premiere absolut keinen Bock mehr habe. Weil jedes Update versaut wieder irgendwas und besser wird es eh nicht mehr. Deswegen nutze ich tatsächlich schon länger DaVinci Resolve. Und das Coole ist, bei dieser Kamera ist eine Vollversion von Studio dabei. Allein dieser Key hat einen Wert von 300 Euro aktuell. Das ist natürlich schon ganz geil. Bei einer 1300 Euro Kamera nochmal einen 300 Euro Key dazu bekriegen, hat was. Dann befindet sich als nächstes einmal ein Netzteil mit Schraubverschluss, damit wir die Kamera auch einfach am Strom betreiben können. Der Vorteil am Schraubverschluss, es kann nichts rausfliegen. Dann ein hübsches Steckersammelsurium für alle Länder. Heißt so viel wie, das Netzteil müsste genau 100 bis 240 Euro, sprich überall auf der Welt nutzbar. Und dank der Reiseadapter sowieso. Und ich glaube, wir kommen schon zum Herz des Ganzen. Ja. Hier ist sie. Die Blackmagic Design Pocket Cinema Kamera 4K. Das ist auch gerade echt zum ersten Mal in der Hand. Ich muss sagen, sie ist groß. Also wenn ich sie vergleiche mit meiner G70, das ist schon ein Brett. Boah. Liegt aber auch gut in der Hand. Objektivaufnahme ist ein Micro Four Thirds, sprich selbiges System, was auch Panasonic bei all seinen Kameras nutzt. Schon sexy. Wahrscheinlich ISO-Drehrad, ein Ausschalter. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wieso ein Recording-Button hier ist und der andere gleich hier. Glaube ich, eine gereicht. Function-Knöpfe. Hier hinten haben wir noch mehr Knöpfe. Hier unten, die Aufnahme für den Akku. Und somit das Geilste an der ganzen Kamera, die Anschlüsse. Wir haben einmal Mikrofon und Headset in voll 3,5er Klinke. Wir haben ein Full-Size HDMI. Endlich kein Adapter mehr nutzen. Bei der G70 muss ich jedes Mal Mikro-HDMI auf HDMI. Und man braucht nur leicht ans Kabel kommen und der rutscht raus. Und hier haben wir einmal Netzteilanschluss, Mini XLR mit Phantomspeisung. Wir haben hier einen USB-C-Anschluss. Mit dem USB-C-Anschluss können wir aufnehmen auf externe SSDs. Sprich, das beste Beispiel dafür die Samsung T5-Serie. Muss ich keine Speicherkarte einlegen, sondern es kann direkt auf eine SSD aufnehmen. Habe dadurch natürlich auch längere Laufzeiten. Und genau hier hinter
verbirgt sich dann natürlich auch traditionelles Medium, sprich einmal SD-Karte und einmal CFast 2.0. Wichtig bei SD-Karten, da wir in 4K aufnehmen können, muss die schon schnell sein. Am besten empfiehlt sich meistens zwischen 170 bis 250 Megabyte pro Sekunde schreiben. Sprich, kauft ihr eine SD-Karte bei MediaMarkt, steht da meistens 170 MB pro Sekunde drauf. Das ist meistens nur die Leserate. Wichtig ist die Schreibrate. Ja, sagen wir ansonsten, wir haben keinen Blitzschuh. Das ist ein bisschen schade. Hier unten ein Gewinde und oben ein Gewinde. Unten beim Gewinde ist das Schöne, wir haben hier nochmal zwei Vertiefungen. Ich werde mir auch für die Kamera von Smallrig den Cage holen. Weil mein Problem ist, mein Mikrofon und mein Licht nutzen jeweils den Cold-Shoe-Adapter. Geht hierbei nicht, klar, ich könnte das Gewinde und hin und her. Aber da ich eh noch ein bisschen mehr an Audio-Recording hier mit ranschließen möchte, um dann später auch ein Lavalier-Headset nutzen zu können, ist eh der Plan, hier für Smallrig Cage zu kaufen, den noch reinzupacken. Dann kann man es auch schön riggen. Schönes Objektiv vorne dran, eine Mattbox dazu. Ja, das ist der Plan. Sprich, kommen diese Sachen an, werden dazu natürlich noch Unboxing folgen. Ich teste die Kamera jetzt erstmal ein bisschen, damit ich euch dann einen hübschen Einblick geben kann, wie die Qualität so ist, beziehungsweise wie meine Erfahrung mit der Blackmagic Design Pocket Pocket Cinema Kamera 4K sind. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir gerne einen Kommentar bei Kritik oder auch bei Fragen und Anregungen. Was ihr natürlich auch im Review sehen wollt, dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Lasst mir gerne ein Abo da, das würde mich unterstützen. Schaut in die Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.